Heute erzähle ich Ihnen von einem Gerichtsverfahren, das ich seit mehreren Monaten gegen eine österreichische Behörde führe und was darin so alles geschieht. Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind bei der Elin in meinem Haus. Ich habe vor einigen Videos gesagt, ich erzähle nichts mehr über meine Geschichte. Das passt irgendwie dann doch nicht so für mich, wie ich festgestellt habe. Jetzt sind wir doch wieder bei meiner Geschichte. Allerdings sind wir bei meiner Geschichte ohne irgendwelchen Bezügen. Ich hoffe, dass das keine zu großen Probleme bereitet in meinem Leben. Ich halte Sie darüber am Laufenden. Es geht um ein Gerichtsverfahren. Ich habe im letzten Video, falls Sie das nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen kurz, dieses zu begutachten, ganz kurz am Ende über ein kurzes Gerichtsverfahren erzählt. Und dann habe ich noch ein längeres zivilrechtliches, privatwirtschaftliches, keine Ahnung, wie man das nennt, Zivilverfahren. Mein Gegner, eine österreichische Behörde. Eine österreichische Behörde, die einen sehr guten Ruf hat, die ein sehr löbliches Ziel hat, die geschaffen wurde, um einen sehr wichtigen Teil des Lebens, des öffentlichen Lebens, des privaten Lebens, des Staates Österreich umzusetzen, zu gewährleisten und sich darum zu kümmern, dass alles seine Richtigkeit hat. Diese Behörde tritt seit vielen Jahrzehnten auf und macht ihre Arbeit. Und damit wir hier keine Missverständnisse haben, ich glaube, dass in einzelnen Bereichen diese Behörde sehr gute Arbeit leistet und sehr wichtige Arbeit. Ich sehe aber auch und ich habe auch selbst miterlebt, dass nicht alles, was die Behörde macht, gut ist. Ich habe mich in den letzten Monaten mit sehr vielen Menschen unterhalten, die ich nicht kannte vor einem Jahr. Und teilweise hört man sehr haarsträubende Dinge, die die Behörde da so tut. Gut. Tatsache ist, in meiner Rechtskonstellation, und ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie die genau ist und warum die so ist, ist die Behörde der Gegner von mir. Die Behörde hat eine Handlung gesetzt, die äußerst fragwürdig ist aus meiner Sicht, die höchst problematisch ist, wenn man den Worten meiner ehemaligen Anwältin oder derzeit nicht Anwältin glauben möchte, und die jeglicher Logik und Grundlage entbehrt. Das ist meine persönliche Meinung. Deshalb ist es klar, dass ich ein Gerichtsverfahren anstrengen musste, um diesen Handeln der Behörde Einhalt zu gebieten. Ich bin ganz am Anfang dieses Verfahrens zu dieser Anwältin gegangen, mit meiner Frau gemeinsam damals. Diese Anwältin wurde uns von einer Person, die für die Justiz tätig ist, empfohlen, als qualitativ hochwertig und korrekt. Und genau das haben wir gesucht. Wir waren nicht auf der Suche nach einem Anwalt, der mit Pauken und Trompeten vorgeht und Behauptungen aufstellt, die nicht stimmen. Wir haben nicht versucht, ein Recht zu bekommen, das man vielleicht an einem Haar herbeiziehen könnte. Nein, wir haben versucht, einem offensichtlichen Fehlverhalten der Behörde entgegenzuwirken. Einem Fehlverhalten, das schon wenige Monate nach dem Verhalten der Behörde allen klar war und vor allem auch der Behörde selbst klar ist, aber die Personen der Behörde, wie so viele meinen, dass eine Behörde keinen Fehler machen kann und nicht darf. Und folglich wird, wenn ein Fehler gemacht wurde, warum auch immer der gemacht wurde, mit allen Mitteln versucht, diesen Fehler zu vertuschen. Das ist das Konzept des österreichischen Verwaltungsapparats.
Das ist meine tiefe Überzeugung, das ist jetzt nicht belegt, das ist meine persönliche Meinung. So, wieso habe ich diese Ansicht? Weil ich hin und wieder die Sendung Bürgeranwalt des ORF anschaue. Und auch am Schauplatz ist gelegentlich ganz interessant. Da gibt es natürlich auch diese und diese Fälle. Aber Tatsache ist, dass man da Berichte sieht und Menschen sieht, die haben einen Bescheid in der Hand, eine Hoheitshandlung der Behörde sogar, eine hoheitliche Handlung der Behörde, wo sie etwas feststellt. Und nach diesem Bescheid haben diese Personen ein Haus gebaut, weil es im Bescheid genehmigt wurde. Und ein paar Jahre später werden sie dann von einem Gericht oder einer anderen Behörde gezwungen, dieses Haus wieder wegzureißen. Und jetzt muss man mal klarstellen, laut österreichischer Rechtsprechung, Rechtslage, wenn ich einen Bescheid in der Hand habe, auf dem steht, das darf ich, dann darf ich das. Und dann hat das seine Richtigkeit und dann muss diese Entscheidung korrekt sein, denn sie basiert auf den Gesetzen Österreichs, denn eine Behörde kann nur einen Bescheid ausstellen, der auf den Gesetzen Österreichs basiert. So, das ist Fakt. Das ist das, wo wir uns alle drüber sicher sind. Und Tatsache ist es aber, dass so ein Bescheid dann wieder aufgehoben werden kann, weil eine höhere Instanz feststellt, dass er nicht korrekt war. Ich würde jetzt sagen, die Behörde, die den ersten Bescheid ausgestellt hat, hat den Fehler gemacht. Vielleicht hat sogar die Behörde, die den zweiten Bescheid ausgestellt hat, einen Fehler gemacht. Wer weiß. Ich bin ja nur Zuseher. Kommen wir auf meinen Fall zurück. Ich bin also der Meinung, es wurde eine falsche Handlung gesetzt. Eine unreflektierte, sehr schnelle Handlung, der keinerlei Prüfung zugrunde lag. Das ist meine Meinung. Deshalb habe ich mich mit einer Anwältin mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt und der Gesetzestext, Allgemeinbürgerliches Gesetzbuch, gibt ganz klar her, dass ich da ein Recht habe und dieses Recht vom Gericht zuzusprechen ist, außer wenn ganz massive Gründe gegen mein Recht sprechen. Und dann haben wir den Antrag gestellt. Und dann ist das Spannende passiert. Dann haben wir unseren Standpunkt dargelegt und wenn ich einen Standpunkt darlege, dann ist der untermauert. Da gibt es dann viele Schriftstücke dazu. Es gibt Beweise in Form von E-Mails, die von Behörde zu mir gekommen sind, die ich der Behörde geschickt habe. Es gibt sehr genaue Mitschriften von Telefonaten, die man mit der Behörde geführt hat. Und es gibt immer wieder so zwischendurch, weil ich ja mit einer Kamera herumlaufe, so kurze Sequenzen, wo ich in der Situation nach so einem Behördenkontakt die Kamera nehme und für mich selbst ein kleines Video aufzeichne, in dem ich dann sehe, was da gesagt wurde, was ich erlebt habe und wie es mir damit gegangen ist. Also für mich eine Art Dokumentation. Das alles gibt es. So. Und wir haben also einen Antrag gestellt, mehrere Anträge gestellt bei Gericht. Und das ist sehr spannend, das war meine erste Gerichtserfahrung. Er stellt einen Antrag, formuliert den schön, die Anwältin überarbeitet das. Es werden die Beweise beigelegt und es wird bei Gericht eingegeben. Dann passiert mal in unserem Fall ein Zuständigkeitsdebakel. Das Gericht weiß im ersten Moment gar nicht, ob es zuständig ist. Das kann verschiedenste Gründe haben, ja, warum nicht definitiv ein Gericht zuständig ist. Jedenfalls schnapsen sich dann unter Umständen mehrere Gerichte das aus, welches zuständig ist, und dann wird das mal beschlossen, welches Gericht zuständig ist. Das war dann klar, welches Gericht. Ich sage jetzt gar nicht welches, damit es da keine Scherereien gibt. Das Gericht hat dann begonnen zu arbeiten und hat mal die Gegner, die Behörde, über die Tatsache informiert, dass es da diese Anträge gibt. Und diese Behörde aufgefordert, Stellung zu nehmen.
Jetzt hätte ich als naiver Österreicher gedacht, dass die Behörde eine inhaltliche, korrekte Stellungnahme abgibt, wie sie zu diesen Entscheidungen gekommen ist, damit das Gericht sich ein Bild machen kann. Und dann war ich irritiert. Denn alles, was von der Behörde gekommen ist, waren Behauptungen, Annahmen, noch mehr Behauptungen und Lügen. Es waren definitiv Lügen dabei. Dinge, von denen man ganz genau weiß, das ist falsch. Und die haben das einfach falsch wiedergegeben. Hat mich etwas irritiert. Die Anwältin nicht. Also die Anwältin hat dieses als eigentlich sehr logisch genommen und sehr normal dargestellt. Gut, es wurde dann Gegenschreiben aufgesetzt. Ich habe wieder Belege vorgelegt. Wir haben ja alles ja schon dokumentiert. Und dann hat die Behörde mit den nächsten Lügen begonnen. Parallel dazu hat die Behörde ein Strafverfahren gegen mich geführt. Und das ist sehr spannend, denn in Österreich gilt ja die Unschuldsvermutung. Das haben Sie alle schon gehört in den Medien. Es gilt die Unschuldsvermutung. Nein, was mich betrifft, gilt die Unschuldsvermutung nicht. Denn es war ganz klar, dass dieses Zivilgericht jede Arbeit eingestellt hat, aufgrund der Tatsache, dass ein Strafverfahren gegen mich am Laufen war. Das Strafverfahren war dann mal aus und dann hat das Zivilgericht wieder ein bisschen was getan und dann hat die Behörde das Strafverfahren in die Verlängerung geschickt. Allerdings muss ich hier dem Zivilgericht zugutehalten, das hat die Verlängerung nicht sehr ernst genommen. Also hat nicht wirklich aufgehört zu arbeiten. Gut, dann hat die Justiz ihre Hände ein bisschen ausgebreitet und es wurden Gutachten eingeholt. Ich nenne es jetzt Gutachten. Es wurden Gutachten eingeholt und das Spannende ist, dass diese Gutachten nicht von irgendwen erstellt wurden, sondern von einem Teil der Justiz. Die Justiz hat verschiedene Geschäftsbereiche und da gibt es verschiedene Abteilungen und die sind unabhängig zueinander, schätze ich mal. Und diese unabhängige Abteilung hat ein Gutachten erstellt und hat das dem Gericht vorgelegt. Diese unabhängige Stelle hat sich mit mir unterhalten. Das ist ein bisschen mehr als ein Jahr her jetzt. Das war so ein verhörartiges Ding, wo mir zwei Personen dieser Einrichtung, also eine gegenüber gesessen und eine hat seitlich beobachtet. Und man hat mich bei dieser Befragung mit Vorwürfen bombardiert und Behauptungen aufgestellt, die ich widerlegen sollte. War ein bisschen irritiert, weil es ja Justiz ist. Aber egal, das war eine Dreiviertelstunden Interaktion. Und dann hat diese Justizabteilung bei verschiedenen Behörden Stellungnahmen eingefordert und verschiedene Behörden haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben. Stellungnahmen, die mit der Realität nicht viel zu tun haben. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo ich sage, da haben wir ein Problem. Diese Abteilung der Justiz, die ja streng getrennt von der Verwaltung Österreichs ist, denn Prüfungssystem, man muss ja, der Staat muss ja die Korrektheit wahren oder sollte die Korrektheit wahren und muss darauf achten, dass seine Verwaltung nicht tut, was sie will. Diese Abteilung der Justiz hat allen, jeden einzelnen Wort der Behörde Glauben geschenkt. Und was ich gesagt habe, nicht geglaubt. Warum wohl?
weil eine anerkannte, gut dastehende Behörde Aussagen getätigt hat, die meinen widersprochen haben. Naheliegend, dass dann die Justiz sagt, nein, also, da glauben wir schon der Behörde. Naheliegend, aber falsch. Wir sind in einem Zivilverfahren und die Behörde arbeitet privatwirtschaftlich. Die hat mir gegenüber gleichgestellt zu sein. Das ist Theorie. In der Praxis ist das nicht so. Da machen wir uns nichts vor. Gut. Ist ja kein Problem, habe ich mir gedacht, denn ich habe ein langes Dokument verfasst mit den ganzen Falschaussagen dieser Behörden, habe die widerlegt. Die Behörde hat behauptet, mir Bescheide ausgestellt zu haben, die es nicht gibt. Die Behörde hat behauptet, mir Dinge untersagt zu haben, die sie mir nie untersagt hat. Und die Behörde behauptet, dass ich Dinge getan habe, die verboten waren, obwohl ich eine schriftliche Erlaubnis von der Behörde dazu hatte. Hab das alles zusammengefasst, das ist ein langes Dokument geworden, und habe das dem Gericht geschickt, frei nach dem Motto, diese Abteilung der Justiz möge sich das doch bitte nochmal ansehen. Das war vor einem Dreivierteljahr, und das Gericht hat diese Abteilung der Justiz nicht aufgefordert, das nochmal durchzusehen, und auch nicht aufgefordert, zu diesen Falschaussagen Stellung zu nehmen. Damit Sie wissen, welche Tragweite das hatte, es wurden ja mehrere Behörden befragt, da gab es Aussagen, die sich zwischen den Behörden absolut widersprochen haben. Die eine Behörde hat das Gegenteil von dem gesagt, was die andere Behörde gesagt hat. Und das wurde nicht hinterfragt. Das ist sehr spannend. Gut. Was ist seitdem passiert, in diesem Dreivierteljahr fast? Nicht viel. Es ist überraschend still geworden. Es gab dann eine Tagsatzung, wo Zeugen befragt wurden. Ich hätte einige Zeugen geladen und gebeten, einige einzuvernehmen. Von den Personen, die ich beantragt habe, wurde eine einvernommen. Und diese eine Person wurde ebenso von der Behörde beantragt, einvernommen zu werden. Und dann wurden ganz viele andere Personen einvernommen, die von der Behörde beantragt wurden. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja auch in Ordnung, wenn da viele Personen befragt werden. Mein Problem an der Sache ist, dass alle Personen, mit Ausnahme der einen, die ich und die Behörde beantragt habe, und noch eine, die aber letztlich für das Verfahren nicht ausschlaggebend ist, sondern nur für einen einzelnen Punkt, alle diese Personen sind vom Staat, von der Behörde angestellt. Jede einzelne Person, die da einvernommen wurde, bekommt einen Gehaltszettel von dieser Behörde. Sie sind alle miteinander sehr glaubwürdig, weil sie alle zu dieser Behörde gehören. Teilweise kommen von diesen befragten Personen haarsträubende, absurde Aussagen, die fotobelegt nichts mit der Realität zu tun haben. Also ich kann Fotos vorlegen, die genau dem widersprechen, was diese Personen sagen. Wem glaubt das Gericht wohl? Der Behörde, die nur im Rahmen der Gesetze agiert und nur korrekt ist und keine Fehler macht? Oder glaubt sie einen kleinen, aufmüpfigen Nalenkbacher? Ich glaube, die Frage können wir uns ziemlich genau beantworten.
noch nicht verschriftlicht, aber vielleicht schon bald. Mich irritiert die Tatsache, dass die Behörde seit über einem Jahr zwischenzeitlich offensichtliche Falschaussagen tätigt. Ich dem Gericht belege, dass diese Falschaussagen nicht korrekt sind. Natürlich kann ich nicht alle belegen. Wenn irgendwer was erfindet, wie willst du das Gegenteil beweisen? Sie stellt Behauptungen auf, was ich für schlimme Dinge getan habe. Übrigens sehr ähnliche Behauptungen wie die im Strafverfahren. Und sie belegt nichts. Es gibt kein Schriftstück, es gibt keinen Beleg. Es gibt Aktenvermerke, wo eine von der Behörde angestellte Person den Richter anruft und ihm über Fakten und Sachlagen informiert und dann in einem Nebensatz Behauptungen über mich aufstellt, die absurd sind und nicht belegt. Und dieses Telefonat findet sich 1:1 wieder in einem vorübergehenden Beschluss. In einem Beschluss für vorübergehend bis zu einem Beschluss. Keine Ahnung, wie das nennt. Es ist sehr eigenartig. Das hat mich lange Zeit ziemlich kaputt gemacht, solange es mir um die Sache ging. Ja, also mir ging es jetzt sehr lange um die Sache, deshalb haben diese Videos ursprünglich gestartet, weil es mir um die Sache ging, um das zu korrigieren. Und heute ist das Thema vom Tisch. Es ist völlig klar, dass ich in der Sache nicht gewinnen werde. Es ist klar, dass die Behörde gewinnen wird. Das ist plakativ. Ich werde den Instanzenweg, soweit ich es finanzieren kann, in diesem Fall durchgehen und ich werde mit Pauken und Trompeten verlieren. Das ist völlig klar. Mir geht es darum, dass ich einen ganz dicken Akt habe, in dem man genau sieht, was hier abläuft. Das ist mein Plan. Ja, also ich werde verlieren, das ist schon mal klar. Das nächste Mal werde ich Ihnen einige Passagen aus dem Strafgesetzbuch vorlesen. Da kann ich dann wieder viele Dokumente vorlegen, diesmal ja leider nicht. Ich werde einige Passagen auslassen. Das übernächste Mal erzähle ich Ihnen dann, wie mich die Polizei angerufen hat. Und im Video darauf werde ich Ihnen dann vom Strafverfahren erzählen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Genießen Sie die schönen Feiertage und wir sehen uns am Freitag um 12 Uhr.